So, und jetzt kommen wir zu Wissen, das Ihnen viel Zeit und viel Stress erspart, wenn Sie dieses Schild hier sehen. Was heißt das? Sofort einordnen oder erst später? Und bei dem hier, warten, bis ich Blaulicht sehe oder sofort auf die Seite fahren. Wir bringen jetzt Ihr Fahrschulwissen auf den neuesten Stand der Dinge. Alltag auf deutschen Autobahnen. Endlich richtig Gas geben. Aber was ist das? Die linke Fahrspur wird gesperrt. Also alle nach rechts im Reißverschlussverfahren. Aber wie funktioniert das genau? Wo fängt der Reißverschluss an? Wann muss ich denn wirklich auf die andere Spur rüber und mich einfädeln? Und schon wieder eine Baustelle. Herzlichen Dank. Fahrbahnverengung, Reißverschlussverfahren. Ich ordne mich natürlich sofort in die richtige Spur ein und dann knallen irgendwelche Vollpfosten an mir vorbei, um ganz vorne nochmal vorzudrängeln. Dürfen die das überhaupt? Antwort A. Genau richtig. Ein zu frühes Einreihen verursacht einen Rückstau. Oder B. Verboten. Man muss sich möglichst schnell einreihen. Oder C. Bis zum Ende der Spur kann jeder frei entscheiden, wann er sich einreiht. Reporter Haru fragt nach und Sie dürfen mitraten. Wann fädel ich mich beim Reißverschlussverfahren ein? Bis zum Ende der Spur kann sich jeder entscheiden, halt, ob er, wann er sich einreiht, würde ich jetzt sagen. Meiner Meinung nach sollte man so möglich wie früher einreihen. Nein, eben nicht. Man sollte sich im Reißverschluss fahren am Ende einordnen und nicht vorher, weil sonst kommt der Rückstau. Genau, Antwort A ist richtig. Erst am Ende der Spur reiht man sich ein. Denn ein zu frühes Einreihen verursacht einen Rückstau. Tja, also wer tatsächlich bis vorne vorfährt, ist kein Vollpfosten und kein Vordrängler, sondern der macht tatsächlich alles richtig. Ja, beide Fahrbahnen sollen bis zum Ende genutzt werden und erst an der Schnittstelle sollen sich die Autos einreihen. So ist Reißverschlussverfahren richtig. Experten raten, bei zäh fließendem Verkehr auf der Autobahn frühestens 50 Meter vor der Verengung einfädeln. Nur dann funktioniert das Reißverschlussverfahren ohne unnötigen Rückstau. Nächste Frage. Zäh fließender Verkehr. Vielleicht geht's gleich wieder im normalen Tempo weiter. Vielleicht entsteht aber auch gerade ein Stau. Dann ist eine Rettungsgasse Pflicht. Aber wann muss ich denn zur Seite ausweichen? Na klar, Rettungsgassen sind lebenswichtig. Die Rettungsfahrzeuge müssen ja schließlich bis zum Unfallort durchkommen, um dort helfen zu können. Aber solange der Verkehr fließt, braucht man sich darüber doch noch gar keine Gedanken zu machen, oder? A. Ich muss erst Platz machen, wenn Rettungskräfte oder Polizei kommen. B. Die Rettungsgasse muss gebildet werden, wenn alle Autos zum Stehen kommen. C. Die Rettungsgasse ist nötig, sobald alle Schrittgeschwindigkeit fahren. Sobald alle Schrittgeschwindigkeit erfahren. Weil ich denke, wenn man erst Platz macht, wenn man schon steht, hat man keine Ausweichmöglichkeit mehr. Ich glaube, das Erste, weil also wenn man einen Notruf gibt, dann sollen die Autos einfach weggehen und dass die Polizei oder das Feuerwehr einfach wegfährt. Also du glaubst, dass wenn sobald man sie sieht oder hört, muss man Platz machen? Das glaube ich. Ja? Aber ist zu spät. Ja, man kann nicht. Wenn man fährt, kann man wissen, ich glaube an den Letzten. Genau, die Rettungsgasse muss bereits gebildet werden, wenn die Autos Schrittgeschwindigkeit fahren. Ist ja auch klar, sobald die Autos Stoßstange an Stoßstange stehen, kann man überhaupt gar keine Rettungsgasse mehr bilden. Also muss das vorher passieren. Das gilt übrigens nicht nur für Autobahnen, sondern für alle mehrspurigen Straßen. Die Rettungsgasse muss immer zwischen dem linken und den übrigen Fahrstreifen gebildet werden. Mit der rechten Hand lässt sich die Regel ganz einfach merken. Die Lücke zwischen Daumen und Zeigefinger ist die Rettungsgasse. Die Autos auf dem linken Fahrstreifen nach links, die anderen nach rechts. Wer sich nicht daran hält, bekommt 2 Punkte und muss mindestens 200 Euro Bußgeld zahlen. In Deutschland gilt das Rechtsfahrgebot und links ist die Überholspur. Eigentlich ganz einfach. Aber wenn's links nicht vorangeht, darf ich dann auch mal ausnahmsweise rechts überholen? A. Rechts überholen auf der Autobahn ist grundsätzlich verboten. B. Bei zäh fließendem Verkehr darf rechts überholt werden. C.
Wenn das Auto links nicht schneller als 80 fährt, darf ich rechts überholen. Das ist grundsätzlich verboten. Ja? Ja, meine letzte Antwort. Ich denke mal, bei C-fließendem Verkehr kann ich ja trotzdem rechts überholen, weil wenn die mittlere Spur langsamer ist und ich rechts etwas schneller vorankomme, würde ich ja die rechte Spur auch noch verlangsamen. Deswegen bei C-fließendem Verkehr würde ich schon sagen, dass man da schneller fahren kann. Grundsätzlich darf es nicht. Ist es verboten, würde ich jetzt sagen. Also rechts ist definitiv verboten zu überholen. Richtig ist Antwort B. Bei zähfließendem Verkehr darf rechts überholt werden. Aber nur, wenn die linke Spur höchstens 60 km/h fährt. Und das rechts überholende Auto darf nur 20 km/h schneller fahren, also 80. Ansonsten gilt ein striktes Verbot. Ja, wer rechts überholt, riskiert mindestens 100 € Strafe und einen Punkt in Flensburg. Mal so richtig Gas geben. Die Autobahn ist leer. Keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Also darf ich doch so schnell fahren, wie ich will. Oder vielleicht nicht? Auf all den vielen Auslandsreisen habe ich so viele Menschen getroffen, die mich bzw. eigentlich die Deutschen um die Autobahn beneiden. Hey, da kann man ja so schnell fahren, wie man will, da muss ich unbedingt mal hin. Ja, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ist das tatsächlich so? Ich meine, je schneller man fährt, desto größer ist das Unfallrisiko. Darf man also tatsächlich so schnell fahren, wie man will? A, ja. Auf der Autobahn gibt es keine Geschwindigkeitsbegrenzung. B. Auch auf der Autobahn darf man nicht schneller als 280 km/h fahren. C. Mit über 130 km/h kann ich bei einem Unfall zur Verantwortung gezogen werden. Man darf so schnell fahren, wie man will, aber je schneller man fährt, desto eher kann man auch zur Verantwortung gezogen werden. Also ich glaube, Antwort B, man darf nicht mehr als 280 km/h fahren. Ja? Ja. Das letzte auf jeden Fall. Mit über 130 kann man zur Verantwortung gezogen werden. 100% sicher. Warum? Weil es eine Richtgeschwindigkeit ist und ich darf schneller fahren, aber ich muss selber trotzdem aufpassen, dass ich mein Auto in den Griff habe. Richtig, wenn ich über 130 km/h fahre, kann ich bei einem Unfall zur Verantwortung gezogen werden. Die Richtgeschwindigkeit auf deutschen Autobahnen liegt bei, genau, 130 km/h. Das ist aber nur eine Richtgeschwindigkeit. Gibt es keine Beschränkung, darf man natürlich so schnell fahren, wie man möchte oder wie der Motor es hergibt. Allerdings gibt es dabei einen kleinen Haken. Wenn es zu einem Unfall kommt, dann können die Gerichte tatsächlich auch auf Mitschuld plädieren, da man zu schnell war. Sprich, ein Unfall hätte eventuell beim Tempo von 130 nicht stattgefunden. Also, auch ohne Tempolimit eignen sich die Autobahnen nicht als Rennstrecke. Wer schneller als 130 fährt, kann bei einem Unfall sogar für die Fehler der anderen belangt werden.